Sie besitzen ein Portal, eine Download-Website oder auch ein Forum, wo viele externe Links existieren. Wenn Sie diese externen Links jetzt monetarisieren möchten, dann ist das Full-Page-Script von Linkretize die beste Lösung. Doch was bietet das Full-Page-Script von Linkretize genau und wie kann man das auf seine Website einbinden? Das und weitere Fragen werden in diesem Erklärungsvideo geklärt, also bis zum Ende anschauen. Zunächst einmal zur Erklärung, was ist das Full-Page-Script? Linkretize bietet eine eigene API an, die man als Tag auf seine Website einfügen kann. Dieser Tag sorgt dann dafür, dass jeder externe Link automatisch in einen Linkretize-Link umgewandelt wird. Die Ziel-URLs bleiben natürlich bestehen, nur es wird Werbung dazwischen geschaltet. Und man verdient bei jedem Klick auf einen externen Link dazu. Das Gute ist, die Full-Page-API sorgt nicht nur dafür, dass alle bestehenden externen Links direkt umgewandelt werden, sondern auch neue externe Links auf ihrer Website werden direkt in Linkretize-Links umgewandelt. Das ist beispielsweise für Forumbesitzer eine sehr bequeme Variante, Inhalte zu monetarisieren. Nutzer in ihrem Forum, die also auf externe Links verweisen, bringen ihnen Geld ein. Genial, oder? Auch bei größeren Download-Portalen beispielsweise kann unsere API sehr viel helfen. Falls Sie also auf Ihrer Website unzählige Links zu externen Seiten haben, können Sie die Linkretize API einfach mal ausprobieren und sich selbst von den guten Ergebnissen überzeugen. Letztlich ist die Zwischenseite mit Werbung, die bei einem Klick auf einen externen Link kommt, die gleiche. Wie bei normalen Links auch. Das heißt, probieren Sie das Skript einfach mal auf Ihre Webseite aus, binden Sie den Tag ein und testen über ein paar Tage lang die Performance. Wir sind uns sicher, dass es bei Ihrem Forum, Portal oder Download-Website sehr gute Resultate geben wird. Nun stellt sich aber die Frage, wie baue ich diese API auf meine Website korrekt ein? Zunächst markieren Sie den Tag durch einfaches Klicken in die graue Box unterhalb dieses Erklärungsvideos. Danach kopieren Sie den Tag ganz einfach in Ihre Zwischenablage und gehen auf Ihre Website. Fügen Sie anschließend den Code zwischen den Headtags auf Ihre Website ein. Falls Sie ein Baukastensystem auf Ihrer Website verwenden, erstellen Sie den Bereich ungefiltertes HTML und fügen dort den Code einfach ein. Nachdem Sie die Änderung auf Ihrer Website gespeichert haben, können Sie schon durch einfaches Rüberhovern der externen Links feststellen, ob das Tag auf Ihrer Website funktioniert. Bitte beachten Sie, dass Linkretize natürlich nur externe Link monetarisiert. Das heißt, Links, die von Ihrer Website wegführen. Interne Links wie beispielsweise das Menü oder Unterseiten werden nicht monetarisiert. Hat das soweit bei Ihnen geklappt, können Sie nun die Werbeeinstellung anpassen. Sie entscheiden, wie viel Werbung die Leute bei Ihren Linkretize-Links zu sehen bekommen sollen. Durch einfaches An- und Ausschalten können Sie hierbei ganz bequem wählen. Beachten Sie dabei, dass umso mehr Werbung deaktiviert wird, umso weniger wird auch verdient. Das zeigt der grüne Balken Ihr Verdienst ganz anschaulich. Sind die Einstellungen getroffen, können Sie auf Speichern klicken und es wird automatisch für alle Links von dieser API übernommen. Damit wären Sie bereits mit der Integration fertig und Sie können ab da passiv mit Linkretize auf Ihrer Website Geld verdienen. Unterhalb der Werbeeinstellung gibt es noch einen weiteren Auswahlpunkt und zwar die Art der Monetarisierung. Falls Sie wünschen, können Sie hier nochmal festlegen, ob alle externen Links monetarisiert werden sollen oder nur bestimmte. Wenn Sie zum Beispiel nur die Download-Links von mediafire.com monetarisieren möchten, tragen Sie diesen Link dort ein. Wichtig ist hierbei, dass Sie nur die Hauptdomain eintragen. In dem Fall nur mediafire.com. Nicht mediafire.com/downloads/irgendwas, sondern nur die Hauptdomain. Falls Sie nur ein Unterverzeichnis davon monetarisieren möchten, setzen Sie ein Slash hinter das Verzeichnis. In dem Fall wird jetzt alles monetarisiert, was mediafire.com/download heißt. Alle anderen externen Links nicht. Genauso verhält sich das mit Subdomains. Wollen Sie zum Beispiel nur eine bestimmte Subdomain monetarisieren, schreiben Sie einfach Sternchen, Punkt, und dann die Domain. In dem Fall beispielsweise google.com. So werden auch noch alle Subdomains wie zum Beispiel account.google.com monetarisiert. Diese zusätzliche Einstellung ist zum Beispiel bei großen Seiten relevant, die nur bestimmte externe Links monetarisieren möchten. Generell empfehlen wir jedoch, die Einstellung auf alle externe Links monetarisieren stehen zu lassen, weil sich dadurch die Performance ihrer Links verbessert. Das war's mit diesem kleinen Erklärungsvideo zur Full-Page-API von Linkretize. Bei aufkommenden Fragen oder Unklarheiten lesen Sie bitte das FAQ oder schreiben uns ganz einfach über Twitter oder eine E-Mail. Auch unser Blog, blog.linkretize.net, kann in vielen solcher Fragen weiterhelfen. Gut, damit bedanken wir uns fürs Zuschauen dieses Videos und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg auf unserer Plattform. Bis demnächst, Ihr Linkretize.net-Team.